Von vielen Leuten ist ganz klar gekommen, dass wir es nochmal auf das Next Level gehebt haben, die Show. Wir durften für den Schweizer Turmverband das Licht- und Raumdesign erstellen und auch kreativ nachher umsetzen. Das heisst, wir haben Programmierung gemacht, wir haben Entwicklung gemacht und dann vor Ort die Show betreut. Wir durften Emotionen wecken, haben es geschafft, die zu wecken im Publikum und haben die Leute in Inszenierung eintauchen lassen, dass sie nach zwei Stunden aus dem Hallenstadion rausgelaufen sind und auch verzaubert worden sind. Sicher der speziellste Moment war, wo wir das erste Mal eigentlich so die Stimmung gesehen haben. Wir haben tagelang, fast wochenlang, im Vorfeld am Computer dran geschafft, im Studio dran geschafft. Und wenn nachher dann wirklich das in Realität zum Leben erweckt wird, ist das schon nochmal ein absoluter Gänsehautmoment. Und ja, während der Show, wenn dann das ganze Publikum noch mit dem Handy Lämpchen macht und man wirklich sieht, da wird wirklich gefeiert, da ist eine gute Stimmung. Das ist das, was ich dafür leben und dafür arbeiten muss. Das Licht- und das Set-Design, das man am Turneranlass geschafft hat, hat die Choreografie der Turner unterstützt und die in eine emotionale Reise gebracht, die über den ganzen Anlass wie einen roten Faden gegeben hat. Gratulieren den Autoren von diesem Projekt.